Ja, wieder mal ein neuer Tag. Bei Selbstversorgeralltag in Ungarn. Hier, unsere Kolonne ist wieder voll bei der Arbeit. Ja, jemand hatte noch mal geschrieben, die Gänse, ob die geschlachtet werden. Ja, sind ja viele, die das immer wieder mal schreiben. Aber unsere Gänse sind nicht zum Schlachten da, sondern das sind hier unsere Gartenmitarbeiter. Die machen hier wunderbare Arbeit. Die räumen hier auf, halten alles kurz. Dafür sind unsere Gänse da und die geben ab, ich weiß nicht die Zeit jetzt hier, ab Ende Januar oder Anfang Februar, Mitte Februar, legen die schöne leckere Eier, ja, Gänseeier. Ja, dafür sind unsere Gänse da, ja, und nicht zum Schlachten. Das machen wir bei Gänse nicht. Und jetzt stehe ich hier. Ach, ich habe das doch ganz vergessen, was wir von Tag heute haben. Ja, was ist denn heute hier los? Da kommt schon frühzeitig der Besuch angefahren hier hinten bei unseren Nachbarn. Ja, ja, heute ist der 29. September 2024. Und jetzt stehe ich hier vor ein kleines Apfelbäumchen. Ich glaube, das Bäumchen ist in der ganz falschen Jahreszeit. Wenn wir uns das hier angucken, wir sind auf einmal irgendwie Blüten dran. Wie kann das sein? Und das nicht wenig, überall sind hier Blüten dran. Das ist ja sensationell. Ja, woran kann das liegen? Im Frühjahr hat dieses Bäumchen nicht geblüht, also es waren keine Blüten dran. Aber jetzt im Herbst sind auf einmal Apfelblüten dran. Ja, keine Ahnung, wie das möglich ist. Ja. Ja, und der Topinambur, ja, haben wir im Vorspann schon gesehen, ne? Schon gesehen. Ja, was für eine herrliche Blütenpracht. Deswegen hat jetzt einfach noch mal liegen gelassen. Wegen den Blüten jetzt hier. Ja, sieht ja ganz schön aus. Aber leider ist das Ganze umgekippt. Die Gänse knabbern da mal so ein bisschen dran. Das ist so ein bisschen Futter für die Gänse. Also das ist wirklich herrlich. Ja, und da stehen unsere Mitarbeiter, gucken zu, was wir machen hier. Man muss sich das angucken. Meine Frau schneidet gerade den Lavendel hier. Das ist für den interessant. Und da ist ja eine Gans hier, die sieht ja ganz zerstreuselt aus. Ja, hier vorne die. Die hat da irgendwie so eine Frisur hier. Also du siehst ja irgendwie aus. Ja. Also die haben eine enorme Spannweite, wenn man das hier sehen kann. Das ist absoluter Hammer. Die wollen dir helfen hier beim Lavendel schneiden. Ja, die gucken genau zu, was man da macht.
Ja, so schaut das Ganze aus. Also Gänse ist wichtig. Ja, das sind, manche sagen, ja, wir würden die verhätscheln oder so. Nein, nein. Gänse muss man von klein auf, muss man die großziehen. Und wenn man die für solche Sachen brauchen möchte, wie zum Beispiel hier für die Gartenarbeit, dann muss man die zahm bekommen. Denn ich muss ja schließlich hier im Garten arbeiten, denn Gänse können auch gefährlich werden. Ja, also das ist nicht zu unterschätzen. Gänse können sehr aggressiv werden. Und wenn man die von klein auf hat, ja, die gewöhnen sich an einem und laufen wie ein Hund einem hinterher. Das ist viel Wind heute, es wird sehr viel. Und damit sind die wirklich zahm, absolut zahm. Ja, also wenn man ältere Gänse holt, man wollte uns ja 3 Monate alte Gänse andrehen, die sind jetzt hier, sind etwas über 2 Monate jetzt. Und ja, man sieht schon, was die für eine Größe haben. Das ist schon der Wahnsinn. Also das ist schon wirklich der Hammer. Also man merkt, wenn Fremde hier hinkommen, jetzt ja zum Glück hier vorne habe ich ja eingezäunt, weil man das einfach machen muss, wenn hier Fremde hinkommen, die greifen nämlich sofort an. Oh. Ui, ui, ui. Der Herbst ist voll da hier, voll da. Temperatur haben wir hier heute um die 14 Grad, Wetter ist ja herrlich, gestern halt dort. Ganze Tag geregnet, das ist gut mal für die Pflanzen hier, für die Kräuter. Das ist wirklich mal optimal, so, mal so schönes Wetter zu haben, also schön Regenwetter. Ja, und voll Herbst haben wir jetzt, wirklich herrlich. Schöne frische Luft. Wird die nächsten Tage auch so jetzt bleiben. Und die Gänse sind mir eigentlich lieber noch als wie Schafe oder Ziegen, weil ich hätte schon mal angesprochen, die brauchen wenig Zufütterung. Das ist ganz einfach. Die bedienen sich hier aus dem Garten. Hier, die haben hier überall was zu futtern. Die knabbern mal hier und da mal dran. Hier kann man hier schön sehen. Selbst das knorrige Zeug hier, das fressen die alles hier. Das ist für den alles Nahrung. Also das ist wirklich schön. Sehr pflegeleicht, wenn man sie zahm hat. Also hier bei uns passiert ja gar nichts. Also das ist wirklich völlig harmlos. Die knabbern immer an einem hier, ne? Aber das ist jetzt das alles hier und da wird man dran geknabbert. Das ist die ganz mit der schönen Frisur hier. Ne? Hast du eine schöne Frisur? Aber ansonsten, Gänse sind faszinierende Wesen, also das ist wirklich, kann ich jedem nur einfach empfehlen, Gänse, klein auf, die waren ein paar Tage alt nur und bin mal gespannt in der Brutzeit, da muss man etwas aufpassen, selbst wenn sie handzahm sind, aber hier ist etwas anders, in der Eifel, hatten wir die nur morgens und abends gesehen und so waren die den ganzen Tag alleine. Hier sehen die uns jetzt zu jeder Tageszeit, des Morgens, zwischendurch, vormittags, mittags, nachmittags, abends. Wir sind immer mit denen in Kontakt. Das wird also anders sein. Ja, also wesentlich anders sein. Ich bin da wirklich mal gespannt, wenn die Brutzeit im nächsten Jahr dann kommt, wie die Gänse sich verhalten werden. Das müssen wir abwarten, aber ich denke mal, das wird nicht so sein, wie wir das in Eifel hatten. Die hatten uns dann tatsächlich, wenn man in der Nähe vom Nest kam, angegriffen. Das ging dann nur
mit Stockhorn vor das Grundstück gehen, um wieder ein bisschen abzuhalten. Das gleiche wie bei Hühner mit dem Hahn. Also ist. Ja, das ist auch. Ja, was machst du? Du willst am Stativ knabbern. Also Gänse wie hier für den Garten hoch zu halten, ist wirklich super. Wenn man sich das hier mal anschaut, wie kurz das alles ist. Das ist alles kurz. Hier. Ja, das wächst alles so ein bisschen durch die Nässe. Und dann sieht man hier, wo die Gänse jetzt nicht waren, da wächst das ganze Grün auf einmal wieder. Ja, so schaut das Ganze aus. So, jetzt haben wir die Mauern auch wieder richtig schön wieder aufgebaut. Durch den vielen Regen ist doch vieles irgendwie aufgeweicht, abgerutscht. Ja, die Gänse machen natürlich auch ja, ihren Teil, dass die turnen überall rum hier. Ja, und das ist natürlich klar, die treten auf die Steine und dann rutschen die ab. Das ist, wenn man solche Mauern hat wie hier, hier ist ja schon optimal. Hier ist ja wirklich schon schön, wie das hier aussieht. Da passiert im Prinzip gar nichts. Und letztens hatte man noch ein paar schöne Kommentare, wie armselig dieser Garten aussieht. Ich kann da wirklich nur immer wieder drüber lächeln. Ja, wir amüsieren uns da immer drüber, wie schlimm unser Garten aussieht. Armselig. Ja. Ja, ich hatte ja schon mal in den Kommentaren noch schon mal geschrieben, wer keine Ahnung hat, sollte einfach nicht unten reinschreiben, der soll es besser sein lassen. Das ist ein Naturgarten. Hier wächst alles, so wie die Natur das alles wächst, wachsen lässt. Und hier wird kein Gift gespritzt für Unkraut. Hier kommt kein Rasendünger, wir haben keinen englischen Rasen, sondern es ist ein Naturgarten. Es wächst alles so, wie es wachsen soll. Und wenn hier jetzt so hier ein bisschen Unkraut wächst, ist ja egal. Dafür haben wir ja unsere Gänse hier, die hier alles kurz halten und alles hier ja, dafür sind die Gänse da, dass hier mal ein bisschen Unkraut steht. Ja, ja, das ist ja das ist normal. Also der Garten sieht völlig normal aus. Ein herrlicher Garten, ein herrlicher Naturgarten ist das hier. Ja, so schaut das Ganze aus. Unser armseliger Garten, was sagst du dazu? Ja, dazu was? Meine Frau sagt da gar nichts zu. Unser armseliger Garten. Ja, hier ist Leben drin. Viele Insekten. Das ist einfach herrlich. So einen Garten zu haben, das ist Wahnsinn. Man muss das anschauen, was hier für Kräuter wachsen.
Rosmarin, Salbei. Wir haben hier eine Eberraute. Dann kommt noch hier ein Oregano. Hier steht ein Olivenkraut. Dann haben wir hier Zitronenmelisse. Noch einmal Salbei. Oregano, hier steht sogar noch Thymian. Haben wir selber ausgesät mit Saatgut. Thymian. Hier standen die Ringelblumen. Hier sind ja noch welche, die hier noch rauskommen. Und unsere Minze steht hier. Zwei verschiedene Sorten. Das ist so unser Kräutergarten. So sollte dieser Garten, so sollte ein Garten aussehen. Ja, unser armseliger Garten. Man muss Naturverständnis haben, für so einen Garten zu machen. Ja, das ist nur Naturmenschen haben so einen Garten. Was man hier sieht. So sollte normalerweise ein Garten aussehen. Unaufgeräumt. Das muss man sich hinter die Ohren schreiben, weil hier sind viele Mitbewohner, auf denen man achten sollte. Viele Käfer, Schlangen, Eidechsen. Alles Mögliche tummelt sich hier rum. Viele, ich weiß nicht, wie viele Insektenarten wir hier haben. Unwahrscheinlich viel. Die leben alle hier. Und wenn das aufgeräumt ist, viele Schmetterlingsarten haben wir hier. Eben habe ich noch das Taubenschwänzchen gesehen. Am 29. September sind die in Deutschland schon lange alle weg. Die kommen dann wieder, sie kommen normal aus dem Mittelmeerraum, diese Taubenschwänzchen. Die wandern ein paar tausend Kilometer weit nach Norden im Sommer. Man weiß aber nicht, ob die wieder zurückwandern oder ob die doch bleiben und überwintern. Das ist schon für so ein kleines Insekt. Einfach Wahnsinn. Ja, und so einen Garten brauchen die Insekten. Das muss man einfach verstehen. Man muss ein Naturverständnis haben, denn ohne diese Insekten funktioniert kein Garten. Jetzt ist, muss eine Bestäubungsleistung da sein und so weiter. Ja. Okay, letztendlich, wie ich immer so schön sage, es muss jeder selber wissen, was er macht. Jetzt, die Hunde wieder. Ja, da kommt er wieder. Da kommt unsere Kolonne wieder. Ja. Ja, die versuchen auch schon zu fliegen. Die heben auch ab. Ungefähr 1 Meter Höhe. Das ist kein Problem. Sondern morgens, wenn die rauskommen, das muss ich mal aufnehmen. Das ist ein Wahnsinnsanblick. Jemand hat ja mal geschrieben, ob die Gänse, ja, die fliegen ja weg. Nein, die Gänse fliegen nicht weg. Weil die sind standorttreu, es ist eine Zuchtform, die werden nicht wegfliegen, die werden hier bleiben. Wir haben noch nie Gänse gehabt, die weggeflogen sind. Wenn die fliegen, dann fliegen die innerhalb von diesem Grundstück hier. Ja, also Wind heute. Ja, ich würde aber jetzt noch eine Maßnahme machen für die Gänse hier jetzt noch. Und zwar, der Mangold wächst immer weiter und ist immer noch im Wachstum. Und die mögen das, die Gänse. Ah, Mangold. Und das muss ich jetzt immer hier ein bisschen einzäunen. Das werden wir nachher mit all den Beeten hier machen, damit die Gänse uns nicht im nächsten Frühjahr alles wegfuttern. Denn man sieht, die sind überall, aber die gehen nicht an die Kräuter, sondern futtern das Unkraut weg. Ja, die gehen jetzt da an die Ringelblumen da, was da jetzt noch steht. Ja, also die machen hier schon ganze Arbeit. Da haben wir viel Arbeit gespart. Wer jetzt auch so einen schönen Kräutergarten haben möchte, den kann ich unser Kräuterbuch Zauber der Kräuter empfehlen. Hier stehen alle Kräuter drin, die wir auch hier im Garten haben. Sind wirklich viele tolle Bilder hier drin. Ja, wer also nicht weiß, was in einem Kräutergarten gepflanzt werden soll,
Dem kann ich hier unter Kräuterbuch empfehlen, Doppelte Kräuter. Das ist jetzt hier Band 1, Kräuterpflanzen für Garten und Küche. Ja, wir blenden unten die Internetadresse ein. Büchershop kann man das bestellen. Eine wunderbare Geschichte. Wer uns ein bisschen unterstützen möchte, empfehlen wir dieses Rotter. So, das Ganze sieht jetzt so aus. Ob das jetzt optimal ist, das ist jetzt fraglich, ob die Gänse da jetzt drüber kommen oder nicht. Das müssen wir jetzt abwarten, ob das so funktioniert. Aber das werde ich so an jedem Beet machen. Die kommen zwar jetzt vorne an, können die ein bisschen knabbern. Das ist egal, das spielt keine Rolle. Aber die trampeln mir jetzt nicht durch das ganze Beet. Ja, sonst haben wir nämlich im nächsten Jahr nichts zu ernten. Wenn wir das so alles lassen würden, dann wird das nicht funktionieren. Ja, ich denke mal, ist eine gute Idee, das so zu machen. Ah, jetzt wird schon wieder wärmer und die Sonne etwas mehr jetzt scheint. Man merkt, die Sonne hat noch Kraft. Ja, und wer das jetzt alles sehen möchte, wie das hier weitergeht, wie wir unseren Selbstversorgerhof hier aufbauen, der sollte diesen Kanal hier abonnieren. Wer Fragen hat, wir lesen alles. Wir beantworten nicht mehr alle Kommentare, nur noch teilweise. Das hatte ich im letzten Video schon mal erklärt. Weil es einfach zu viel Arbeit ist. Ja, okay. Wir lesen aber alle Kommentare, die mit einem Herz ausgestattet sind, haben wir alles gelesen. Ja. Da kommen unsere Freunde wieder. Wir sehen uns die Tage wieder bei Selbstversorgeralltag in Ungarn. Ciao. Thank you.
Musik.